Die ersten beiden Zeilen Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Personenkennzeichen, Matrikelnummer, Nachname und Vornamen müssen ident wie im Formular SB1 mit deinen Daten ausgefüllt werden. Nun musst du auswählen, über wen du im unten stehenden Formular Auskunft erteilen willst. Für jede der entsprechenden Personen, sofern vorhanden, muss ein eigenes Datenblatt SB5A ausgefüllt werden. In unserem Beispiel also die geschiedene Ehepartnerin des Vaters. Anschließend müssen der Nachname, der Vorname, die Sozialversicherungsnummer und das Geburtsdatum angegeben werden. Wenn die Person erheblich behindert ist, wird dies im entsprechenden Feld markiert. Schließlich wird angegeben, von wem, aus der Sicht der Antragstellerin, des Antragstellers, der Unterhalt geleistet wird.